Hey, was hältst du eigentlich von Kreatin? Ziemlich viel. Und warum? Keine Ahnung, ich nehme es, weil es alle nehmen. Was macht es? Fragen wir Michi. Kreatin baut Muskeln auf und erhöht die Kraftwerte, weil es uns bei der Energiebereitstellung unterstützt. Heben wir eine Last, benötigen wir dafür Energie. Kreatin, besser gesagt Kreatinphosphat, wird dafür benötigt. Besonders bei intensiven Belastungen wie Krafttraining. Durch die Einnahme von Kreatin maximieren wir die Kreatinphosphatspeicher im Muskel. Und das bedeutet mehr Kraft im Training und das bedeutet auch mehr Muskelmasse, oder? Ja, aber dafür musst du sehr viel Kreatin nehmen. Wie viel? Je mehr, desto besser. Sicher? Nein. Bei der Einnahme von Kreatin geht es darum, die Kreatinphosphatspeicher im Muskel zu sättigen. Sind diese Speicher gesättigt, bringt es nichts, mehr Kreatin zu nehmen. Wie viel Kreatin du dafür benötigst, ist individuell. Studien zeigen, dass für die meisten Menschen 3 bis 5 Gramm täglich ausreicht. Sehr muskulöse Menschen benötigen wahrscheinlich ein bisschen mehr. Diese können sich an 1 Gramm pro 10 Kilogramm Körpergewicht orientieren, wenn sie bei 5 Gramm nichts merken. Merkst du auch nichts, bist du eventuell ein sogenannter No-Responder. Also du reagierst nicht auf die Einnahme von Kreatin, weil deine Kreatinphosphatspeicher von Natur aus schon gesättigt sind. Mehr als 1 Gramm pro 10 Kilo Körpergewicht muss meiner Meinung nach aber niemand nehmen. Krass. Und wann nimmst du es? Immer vor dem Training. Da wirkt es doch am besten. Echt? Kreatin vor dem Training, nach dem Training, morgens oder spielt das überhaupt eine Rolle? Dazu gibt es sehr unterschiedliche Daten, die sich in einem Punkt aber alle einig sind. Kurz vorab, Kreatin nach dem Training zu nehmen, scheint minimal vorteilhafter zu sein, als es einfach nur zu nehmen. Jedoch zeigt die Menge der Studien, dass es komplett egal ist, wann du Kreatin nimmst, solange du es täglich nimmst. Und übrigens, es spielt auch gar keine Rolle, mit was du es zu dir nimmst. Ich mische immer 5 Gramm Kreatin in mein More Clear jeden Morgen, um A, meine Gehirnleistung zu verbessern, B, meine Kreatinspeicher zu sättigen für mehr Kraft im Training und C, meinen Körper am Morgen direkt mit hochwertigen Proteinen zu versorgen. Ja, aber weißt du, ich will eigentlich eine Diät machen. Ja und? Ja, aber Kreatin, das macht doch dick und zieht Wasser unter dir aus. Stimmt, davon habe ich auch schon gehört. Kreatin zieht Wasser, das stimmt. Darum fürchten sich einige Personen durch Kreatin schwammig, dick oder massig auszusehen. Gerade Frauen schrecken daher eher von Kreatin zurück, weil sie genau das nicht möchten. Schade, denn wegen genau solcher Mythen verzichten viele Menschen auf die Vorteile von Kreatin. Wasser wird nämlich nur in den Muskel gezogen. Diese sehen dadurch praller aus. Liegt oberhalb deiner Muskulatur auch Fett, wird demzufolge auch das Fett nach außen gedrückt. Dass Kreatin jedoch dick oder schwammig macht, ist falsch. Im Gegenteil, wer eine Diät macht, sollte Kreatin zu sich nehmen, um weiterhin mehr Kraft aufzubauen. Zudem wirkt sich Kreatin positiv auf die Proteinsynthese aus und das ist der Auslöser für Muskelaufbau. Fast überzeugt, aber was mit meinen Haaren und meiner Niere? Ja, darüber solltest du dir Gedanken machen. Ein Freund von mir war beim Arzt und meinte, dass seine Nieren total zerstört sind. Wegen Kreatin, richtig? Genau. Viele Ärzte warnen ihre Patienten vor Kreatin und sagen ihnen, dass sie aufhören müssen, Kreatin zu supplementieren. Krafttraining und die Einnahme von Kreatin sorgen natürlich auch dafür, dass die Niere mehr Kreatin verstoffwechselt. Dabei wird das Nebenprodukt Kreatinin erzeugt und dieses Stoffwechselprodukt lässt den Kreatininspiegel im Blut steigen. Dieser Wert kann sehr wohl auf eine Schädigung der Niere hindeuten. Dass Kreatin der Niere schadet, wird von zahlreichen Studien widerlegt. Ein hoher Kreatininwert aufgrund von Sport oder aufgrund von der Einnahme von Kreatin hat also nicht etwas mit einem Nierenschaden zu tun. Für Menschen ohne Nierenerkrankung besteht also keine Gefahr. Na gut, aber da war doch was mit den Haaren. Ja, bei manchen Menschen fallen die aus. Wegen Kreatin? Ja, da war irgendwas mit der Haarwurzel. Ich glaube, Kreatin macht die kaputt oder so. Wie das? Kreatin kann Auslöser für Haarausfall sein, wenn dadurch dein DHT erhöht wird. DHT steht für Dihydrotestosteron und ist ein Abkömmling vom Sexualhormon Testosteron. Produziert unser Körper Testosteron, wird davon auch ein geringer Teil zu DHT, also Dihydrotestosteron, umgewandelt. Und ja, das kann für Haarausfall sorgen. Kreatin wird oft eingenommen, um stärker im Krafttraining zu werden. Und Krafttraining kann dein Testosteron und somit auch deinen DHT-Wert erhöhen. Das bedeutet, dass nicht das Kreatin direkt für den Haarausfall verantwortlich ist, sondern das Krafttraining in Kombination mit deiner Genetik. Denn DHT-bedingter Haarausfall betrifft nur Menschen, die genetisch ohnehin früher oder später eine Glatze haben werden. Nur weil das DHT erhöht ist, heißt das nicht, dass dir die Haare ausfallen. Und auch hier gibt es wieder zahlreiche Studien, die zeigen, dass Kreatin keinen Zusammenhang mit Haarausfall hat. Da ist das freie Testosteron, also das Testosteron, das in DHT umgewandelt wird, nicht
erhöht. Alles schön und gut, aber was, wenn ich das absetzen will? Dann verlierst du natürlich wieder alles, ist doch klar. Dann lohnt sich das doch gar nicht, oder? Durch die Einnahme von Kreatin bauen wir durchschnittlich 1,4 Kilogramm magere Körpermasse auf. Magere Körpermasse bedeutet Wasser und Muskeln. Die großen Vorteile von Kreatin haben wir, wenn wir es langfristig nehmen. Die meisten Anwender nehmen es daher mehrere Jahre. Kreatin muss auch nicht in Kuren, also hohe Mengen in kurzer Zeit, genommen werden, sondern regelmäßig und am besten täglich. Wenn du aufhörst, Kreatin zu nehmen, verlierst du minimal Wasser in der Muskulatur. Die Muskelmasse bleibt aber definitiv erhalten, solange du weiter hart trainierst und dich proteinreich ernährst. Na, wenn es ja so ungefährlich und gut ist, warum mischt man es nicht Kindern ins Essen? Gute Frage. Meinst du, kann es meinen Kindern geben? Wie alt sind die denn? 2 und 17. Feuerfrei. Sicher? Ist Kreatin sinnvoll für Kinder? Theoretisch schon, denn Kreatin kann ja nachweislich die Denkleistung fördern. Doch ist das nicht auch gefährlich? Kreatin wird immerhin genutzt, um stärker beim Kraftsport zu sein, und das kann ja nur ungesund sein, oder? Kreatin besteht aus den Aminosäuren Arginin, Glycin und Methionin. Aminosäuren sind die Bestandteile von Proteinen, die auch in Fleisch, Fisch oder Milchprodukten enthalten sind. Das bedeutet, dass Kinder und auch Babys ohnehin Kreatin zu sich nehmen, nur eben nicht in hohen Mengen. Eine zusätzliche Supplementierung ist für Kinder jedoch nicht sinnvoll und auch nicht notwendig. Als Jugendlicher kann die Einnahme von Kreatin sinnvoll sein, da es in Kombination mit Krafttraining ausschließlich Vorteile mit sich bringt. Wenn ich so überlege, fällt mir eigentlich kein Grund ein, kein Kreatin zu nehmen. Aber wo finde ich denn jetzt das beste Kreatin? Das beste Kreatin gibt es nicht. Kauf dir Kreatin-Monohydrat, das ist am zuverlässigsten erforscht. Du bekommst es zum Beispiel bei morgenfrischen.de und mit dem Code Michi kannst du dabei auch noch maximal sparen. Lass dem Video außerdem noch einen Daumen nach oben und ein Abo da und schreib gerne in die Kommentare, ob du auch Kreatin nimmst. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.